Herr Dr. Warnke, es gibt viele Hinweise dafür, dass unsere Gedanken und auch unsere Gefühle das körperliche Wohlbefinden stark beeinflussen. Stichwort Psychosomatik. Was sind aus Ihrer Sicht die Zusammenhänge dafür? Also wir können ein ganz einfaches Beispiel aus dem täglichen Leben nehmen. Ich rede jetzt. Mein Geist als Wille steuert dabei Materie. Jeden Augenblick meines Lebens. Jedenfalls im Alltagsbewusstsein. Und nun ist es interessant, man kann sozusagen heruntermarschieren, was elementar passiert eigentlich dann. Und jetzt weiß man, die Nerven und Muskeln sind verantwortlich, damit ich jetzt reden kann. Und dabei entstehen sogenannte Aktionspotenziale. Da werden Membranen verändert. Und das machen Proteine. Und diese Proteine sind Moleküle mit bestimmten Verbindungen. Und ich muss jetzt mit meinem Geist, mit meinem Willen in diese Verbindung rein, damit die Proteine in der Membran sich so ändern, dass ein Aktionspotenzial entstehen kann. Das heißt mit anderen Worten, jeder Gedanke, der mit einem Gefühl verbunden ist, weil die Gefühle sind die hauptsächlichen Schalter dafür, verändert Molekülbindung. Und nun kommt da etwas Interessantes. Man weiß inzwischen, dass diese Verbindungen durch Elektronen passieren. Und diese Elektronen haben eine Eigenschaft, nämlich ein Rotationsmoment. Man nennt das Spin. Und dieser Spin, diese Eigenschaft der Elektronen, genau diese Eigenschaft kann ich mit meinem Bewusstsein verändern, sodass ich dann schließlich Materie beeinflussen kann. Und das muss ich lernen. Und die Kultur, meine Gesellschaft hat mir beigebracht, meine Eltern haben mir beigebracht, wie ich diese Beziehung aufbauen muss, damit ich das Richtige lerne. Und was Sie eben nennen, Gedanken verändern, auch die Materie Richtung Heilung zum Beispiel. Da ist es dann so, dass mein Körper eine Gewissheit haben muss. Ein Glaube ist eine Gewissheit, ein körpereigenes Wissen. Und diese Gewissheit entsteht durch Gefühle, nämlich Zuversicht, Erwartung, das sind alles Gefühlsmomente. Und diese Gefühlsmomente sind wiederum notwendig, dass Information abgerufen wird, die ursprünglich mich aufgebaut hat, nämlich Gesundheit. Sie haben sich unter anderem auch intensiv mit dem sogenannten Placebo-Effekt beschäftigt, also mit der Wirkung von Scheinmedikamenten. Wie kommt denn dieser Effekt zustande? Ja, also es gibt nicht nur den Placebo-Effekt, es gibt ja auch den Nocebo-Effekt. Also ich werde gefallen oder ich werde mir gefallen, das heißt das eine, und ich werde mir schaden. Und das liegt daran, welche Gefühle ich investiere. Wenn ich diese Gewissheit habe, dieses körpereigene Wissen, kann ich Gefühle der Zuversicht, dass ich heil werde, investieren und dann passiert das auch. Ich muss nur ganz sicher sein, dass es so läuft. Ich muss also nicht glauben mit einem Zweifel drin, dann funktioniert das nicht. Sondern ich muss ganz sicher sein, dass es so ist. Da gibt es hervorragende Versuche, Doppelblindversuche, die immer wieder zeigen, dass tatsächlich meine Gedanken und die dabei investierten Gefühle die Heilung in Gang setzen oder aber den Schaden in Gang setzen, also auch die Krankheit. Wenn man um die Zusammenhänge zwischen unserem Bewusstsein und dem körperlichen Wohlbefinden weiß, welche Schlussfolgerungen sollte man für die Heilkunde daraus ziehen? Also meiner Ansicht nach wird dieser Kanal nicht genügend genutzt. Ich kann nicht durch Robotermedizin eine Heilung hervorrufen, denn Heilung ist eine Angelegenheit des Körpers selbst mit dem Geist, der dort investiert. Und es ist ganz sicher möglich, dass dieser sogenannte Placebo-Effekt der Hauptbestandteil der Heilung ist. Es gibt solche Untersuchungen, in der Schweiz zum Beispiel. Nicht die eingesetzten Drogen oder Medikamente, nicht die eingesetzte physikalische Therapie war das Entscheidende, sondern das Vertrauen des Patienten an den Arzt, dass dieser Arzt heilen kann. Und es wird die Zeit kommen, die steht kurz bevor, dass genau dieser Kanal wieder mehr in den Vordergrund geholt wird. Sie haben ein sehr beeindruckendes Buch mit dem Titel Quantenphilosophie und Spiritualität geschrieben. Nun habe ich den Eindruck, dass der Begriff Quantenphysik, Quanten überhaupt heute für alles und nichts verwendet wird, ohne dass man damit etwas Bestimmtes verbindet, dass dieser Begriff auch oft missbraucht wird. Was sind denn aus Ihrer Sicht die zentralen Aussagen der Quantenphysik? Was ändert sich tatsächlich für unser Weltbild und für unser Menschenbild?
Diese Quantenphysik wird inflatorisch benutzt. Das heißt also, es ist wirklich schlimm, wie viele Menschen dieses Wort in den Mund nehmen, ohne eine Ahnung zu haben. Es liegt mit daran, dass wir schon seit mehr als 60 Jahren wissen könnten, wie es funktioniert. Aber es wird nicht kolportiert. Das heißt, die Medien haben es zu wenig in die Gesellschaft gebracht. Nach heutigen, ja, ich sag mal, mehrheitlicher Anerkennung läuft Folgendes ab. Sie wissen, alles, was wir sehen, was wir Materie nennen, besteht aus Massen. Massen haben ein Gewicht, sie unterliegen der Schwerkraft. Elektronen haben eine Masse, Atomkern hat eine Masse. Alles besteht aus Atomkern und Elektronen. Aber jetzt gibt es einen Raum dazwischen, zwischen Atomkern und Elektron. Und der ist riesengroß. Wenn Sie den Atomkern so groß wie einen Fußball machen, 20 Zentimeter, dann wäre im Falle des Wasserstoffatoms das nächste Elektron in 10 Kilometer Entfernung. Das ist also ein Riesenraum. Dieser Raum füllt uns auch aus, vollständig fast. Man sagt, muss vollständig sagen, denn zu 99, und jetzt kommen weitere 99% unseres Raumvolumens, bestehen wir aus diesem masseleeren Raum. Da gibt es keine Massen. Oder umgekehrt, nur zu 0, und jetzt kommen 8 Nullen und dann eine 1, Prozent bestehen wir aus Massen. Das ist so gering, dass man es vergessen könnte. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir so vollständig aus diesem sogenannten Vakuum bestehen, so heißt es in der Physik, ja, was steckt da eigentlich Wichtiges drin? Und jetzt gibt es das Modell in der Quantenphysik, dass dieser Raum, Wieler ist der hauptsächliche Verfechter davon und vorher war es Bohr, das heißt auch deswegen Kopenhagener Deutung, dass dieser Raum voll ist von Energie und Information. Aber, und das ist jetzt wichtig, als sogenannte Virtualität, als Möglichkeit. Und diese Information und diese Energie wartet darauf, in die Realität geschaltet zu werden. Was meinen wir mit Realität? Realität ist für uns westliche Menschen, in der östlichen Philosophie sieht es etwas anders aus, ist für uns westliche Menschen das, was mit Kräften arbeitet und mit Zeitoperation. Was heißt das? Wenn wir ein Messgerät aufstellen, dann wird eine Energie übertragen, es entsteht eine Kraft und jetzt sagen wir, ist etwas vorhanden, Realität. Und weil dieses Vorhandene anders aussieht als das vorher, sagen wir, es ist eine Zeit vergangen. Nun entsteht überhaupt erst Zeit. Kräfte entstehen immer erst an Massen, Zeit entsteht immer erst an Massen und wir nennen diese Kraftoperation und diese Zeitoperation Realität. Jetzt muss man aber fragen, ja, wer schaltet denn jetzt aus dem Virtuellen, aus dem Möglichen in die Kraftkomponente hinein? Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Die Kopenhagener Deutung sagt, es ist eine Beobachtung. Und diese Beobachtung ist mit einem Messvorgang verbunden. Und diese Beobachtung ist an ein Geben von Sinn und Bedeutung gekoppelt. Eine Maschine kann das nicht. Und wer gibt Sinn und Bedeutung? Menschen oder andere Lebewesen. Und damit Sinn und Bedeutung gegeben wird, ist ein Bewusstsein notwendig. Wieder sind wir beim Bewusstsein. Und unbewusst geben wir Sinn und Bedeutung mit Gefühlen. Das ist sogar der Sinn der Gefühle. Wenn das passiert, dass wir Sinn und Bedeutung gegeben haben, passiert etwas sehr Eigenartiges. Aus der Möglichkeit, das ist eine Überlagerung, ein Rauschen von allem Möglichen, man spricht jetzt von Kollabieren der Möglichkeiten, entsteht eine sogenannte Entität. Entität heißt das, was ein Sein hat, was die Information für eine Kraftübertragung darstellt. Jetzt sind wir so weit, dass wir etwas messen können. Jetzt haben wir Realität. Also zusammengefasst, die Quantenphysik sagt, im speziellen Fall die Quantenmechanik sagt, wenn wir aus dem Meer aller Möglichkeiten, sprich Vakuumbereich, das ist ein schlechter Ausdruck, weil Vakuum sieht immer so leer aus, aber es ist ja voll, es ist mehr ein Plenum. Wenn wir aus diesem Meer aller Möglichkeiten eine Möglichkeit herausfischen, die erkannt haben mit Sinn und Bedeutung und dann ist es in dem Augenblick, wo wir das sagen, Information. Information muss erkannt sein, sonst wäre es keine Information. Dann entsteht ein Teilchen, das nennen wir Quanten. Können ein Photon sein, kann ein Gluon sein, gibt es viele Teilchen. Und dann werden Kräfte übertragen und jetzt entsteht Realität. Und das geht nicht nur mit einem Quant, das geht auch mit Mustern von Quanten.
Und jetzt vielleicht noch eins wichtig. Dieses Vakuum in uns, sprich das Meer aller Möglichkeiten, wenn man das rausnehmen würde aus unserem Körper, blieben von uns etwa 20 Mikrometer übrig. Man müsste uns mit dem Mikroskop suchen. Das Übergewicht behalten wir trotzdem, weil die Massen sind ja weiterhin drin. Aber dieses Vakuum geht jetzt fließend über in diesen Raum. Dieser Raum geht fließend über in die Atmosphäre der Erde. Fließend über in den ganzen Kosmos, ins ganze Universum. Und dieser ganze Raum des Universums, einschließlich meines Innenraums, ist identisch als Meer aller Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt etwas in die Realität geschaltet habe, dann wird das registriert von dieser sogenannten Speicherplatte. Das nannte ich vorhin mit Interwelt. Das wird registriert. Diese Muster bleiben erhalten. Man spricht da als Modell von einer Musterordnung der Higgs-Teilchen. Man denkt, dass diese Informationen über Higgs-Teilchen repräsentiert werden. Und was ich hier jetzt einspeichere, hier und jetzt, verbreitet sich, weil es dort keine Zeit gibt, es gibt keine Massen in diesem Raum, sofort, man sagt, von quasi instantan ins ganze Universum. Und an jedem Ort des Universums könnte ich diese Information wieder herausholen und wieder zu Kräften laufen lassen. In Ihrem Buch zitieren Sie auch einen amerikanischen Physiker, der sagt, mit jedem Gedanken, jeder Handlung beschreiben wir nicht nur unsere eigene kleine Festplatte, sondern speichern auch etwas im Quantenuniversum ab, was unser irdisches Leben überdauert. Kann man daraus vereinfacht folgern, dass unsere Gedanken eine Wirkung haben, die über das Persönliche hinausreicht und dass wir auch für das, was wir denken, in weitaus größerem Maß verantwortlich sind, als wir bisher gedacht haben? Absolut. Also es ist folgendermaßen. Alles, was wir einspeichern, bleibt für immer erhalten, diese Ordnung, die wir dort reingeben. Und alles, was wir in die Realität geführt haben, kann gelöscht werden, diesseits sozusagen in der Materiewelt, aber als Speicher ist es weiterhin im Meer aller Möglichkeiten vorhanden. Und damit ist eine Riesenverantwortung verbunden. Die Evolution zum Beispiel läuft so. Die Evolution ist zielgerichtet. Es wird ein Ziel ausgedacht und dann erst die Mechanismen dazu konstruiert. Das hängt damit zusammen, dass jemand eine Idee hat und die Idee bereits abgespeichert wird. Es ist tatsächlich so, dass die Menschheit eine Riesenverantwortung hat. Dafür gibt es Experimente. Das Global Consciousness Project ist ein inzwischen recht gut fundiertes Experiment. Es zeigt, immer dann, wenn viele Menschen gleichzeitig bestimmte Gefühle investieren, verändert sich die Elektronik, sprich die Elektronen, zum Beispiel in einem Zufallsgenerator, in einem Kristall, was rauscht. Es ist dann kein Rauschen mehr da, sondern es geht in eine Richtung, Richtung positiv oder Richtung negativer Impulse, elektrischer Impulse. Es gibt inzwischen sehr konkrete Hinweise, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle, die wir investieren, innerhalb dieser Menschheit, andere Menschen beeinflussen, die Natur beeinflusst und über die Generation hinaus das passiert. Weil in diesem Feld gibt es ja keine Zeit. Es ist alles gleichzeitig vorhanden. Das heißt, diese Speicherplatte wird immer stärker formiert und kann auch entsprechend wieder abgerufen werden. Und umso unverantwortlicher wir mit diesem Prinzip umgehen, umso schlechter sieht es für die Menschheit aus. Das sind die Aussichten, die dabei herauskommen. Also wenn wir diesen Mechanismus, den ich versuchte eben zu skizzieren und der sehr vereinfacht dargestellt ist, aber der als Modell recht gute, plausible Grundlage hat, wenn wir diesen Mechanismus kennen, dann würden wir, um uns selber nicht zu schaden, ein anderes Leben führen, als das, was im Augenblick gesellschaftlich, ich sag mal mehrheitlich, anerkannt ist. Wir würden Gefühle versuchen zu investieren, die die Materie positiv schalten, auch im Hinblick auf Heilung und Gesundheit, und die uns dementsprechend mehr Freude bringen können. Das, was wir dann hier geschafft haben, mehr Freude in die Welt zu bringen, würde eingespeichert sein und mehrheitlich wieder für nachfolgende Generationen zur Verfügung stehen. Das wäre letztlich eine Verantwortung, die uns sogar gut tut und die wir gerne machen würden, wenn wir denn erkannt haben, um was es geht. Es zeigt sich, dass die Evolution
erst mehr oder weniger neutral gehandelt hat. Dann kamen Völker, die gerade in Richtung limbisches System, Zirbeldrüse, körpereigener Drogen, die Interwelt verstärkt gesehen haben. Dann kam die Technik und die Technik hat uns genau in die falsche Richtung geführt, nämlich analytisch, Vernunft, aber nicht mehr berücksichtigt, wie die Welt sich ändert, wenn wir nur noch auf Vernunftbasis arbeiten. Und nun sind wir im Augenblick gerade wieder an einem Punkt angelangt, wo sehr viel schief geht, wo nämlich fehlt die Kenntnis, das Wissen um diese zweite Hälfte, die eigentlich im Gleichgewicht stehen sollte. Aber so läuft es. Es gibt immer solche Sinuskurven und umso tiefer wir absinken, umso mehr wird die andere Seite wiedererkannt werden. Ich meine, dass es inzwischen genügend Beispiele im engeren Kreis der Physiker gibt, die diese neue Welt gut beschreiben. Und ich denke, dass deswegen etwas passiert, sozusagen Paradigmenwechsel, wo die Menschheit von profitieren kann. Eine zentrale, immer wieder zitierte Aussage der Quantenphysik lautet, dass alles mit allem in Verbindung steht. Stimmen Sie dieser Sichtweise zu? Also ganz eindeutig ist das so. Wir müssen unterscheiden. Die Evolution ist das Ergebnis bereits eines zielbestimmten, sprich intelligenten Systems. Es ist nicht zufällig entstanden. Es passt nicht. Wir haben das früher angenommen, aber es passt einfach nicht. Und es gibt ein universelles Bewusstsein. So ist die Forderung heute. Und wir sind Teil dieses universellen Bewusstseins. Und es sieht so aus, als ob dieses universelle Bewusstsein die gleichen Mechanismen benutzt, wie wir mit unserem Bewusstsein. Also wir sagen immer, unser Bewusstsein ist angeboren. Ja, wie kann etwas angeboren sein, was nicht schon irgendwo als Plan existiert hat? Dieses universelle Bewusstsein steht über uns, steuert uns mit und wir haben Teil an diesem universellen Bewusstsein. Es spricht sehr viel dafür, dass das genau so läuft. Es ist zwar jetzt noch eine Annahme, aber es spricht sehr viel dafür. Herr Dr. Warnke, Sie arbeiten gerade an einem neuen Buch, das sich mit praktischen Anwendungen der Quantenphilosophie beschäftigt. Worum wird es da konkret gehen? Ja, diese praktische Anwendung tut einfach notwendig. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir etwas einstudieren und einüben, was wir in dieser Gesellschaft bisher vernachlässigt haben. Und da ergibt sich jetzt, dass wir etwas Ähnliches machen wie die Meditation. Das heißt, wir schauen, wie wir unseren Neokortex, das ist da, wo die logischen Gedanken arbeiten, wo das Erkennen und die Umsetzung des Erkennens arbeitet, reduzieren und den uralten Teil, das limbische System ist das, wo die Gefühle generiert werden, zusammen mit der Zirbeldrüse, die spielt jetzt eine ganz entscheidende Rolle, weil dort entstehen Neurotransmitter oder Hormone, die uns Visionen bringen, die uns sozusagen das Göttliche näher zeigen. Also das, was wir hier überhaupt nicht gewohnt sind, die eine Überschau bringen. In der Meditation heißt es, wir müssen versuchen, die Gedanken, sprich Neokortex, weitgehend abzuschalten, den Zensor des limbischen Systems zu stoppen, um dann das limbische System eine größere Bedeutung zu geben. Und das limbische System ist der Ursprung unserer Gefühle. Wir können jetzt lernen für die Zukunft, und das soll im neuen Buch beschrieben werden, genau diesen Mechanismus so einzustudieren, dass er genauso gewohnt wird wie unser heutiges tägliches Erleben in einer, ich sag mal, mehr technisch bestimmten Welt. Das funktioniert, wie man weiß, nach 14 Tagen. Wenn ich etwas übe, wie autogenes Training zum Beispiel, dann habe ich nach 14 Tagen ungefähr den Mechanismus automatisch drin. Wenn wir also diese Art Meditation, und es gibt weitere Methoden, es muss nicht Meditation sein, uns angewöhnen, dann kommen wir auch an Informationen heran, an die wir im Augenblick noch gar nicht denken können. Das heißt, wir holen aus dem Meer aller Möglichkeiten, so nenne ich dieses Bewusstseinsfeld des Universums, was ja schon viele Erfahrungen von uns eingespeichert hat. Es ist die sogenannte Anderswelt, mit der wir aber dauernd kommunizieren. Wir können auch von Unbewusstem reden. Wir holen aus diesem Meer aller Möglichkeiten, aus diesem Feld, etwas
in uns hinein, was wir dann konkret umsetzen können. Und das gibt ein völlig anderes Leben. Wir nennen das eigentlich die Glaubenswelt, aber das ist viel mehr als Glaube. Es ist etwas, was dann mit Kräften in uns hineingeschaltet wird. Und ich denke, dieses Buch, dieses neue Buch, bringt eine praktische Anleitung, wie wir das im Einzelnen als Station lernen können. Es muss gelernt werden. Alles muss gelernt werden. Wird sich da vielleicht auch altes Wissen aus dem Osten treffen mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Das wird die Überschrift letztlich des Buches sein. Also der Dalai Lama hat ja genau diese Ziele. Er trifft sich mit Wissenschaftlern und versucht mit der Quantenphysik und den alten Traditionen eine Gemeinsamkeit herauszufiltern. Und das ist genau hier Ziel. Also die Alchemie möchte ich hier nur erwähnen. Die ist eine uralte Tradition, die geheim gehalten wurde, weil sie sehr viele Möglichkeiten beinhaltet. Man kann also auch Schlechtes damit anstellen. Aber wenn eine bestimmte Reife in die Gesellschaft kommt, werden wir genau diese alten traditionellen Methoden wiedererwecken, um sie für uns nützlich zu gestalten. Theo Loebsack hat im vergangenen Jahrhundert den Menschen einmal als einen Irrläufer der Evolution bezeichnet, der sich selbst gefährlich wird, weil der Neokortex sozusagen überentwickelt ist. Meinen Sie, dass hier jetzt eine Trendumkehr stattfinden wird, dass wir uns jetzt in eine andere Richtung entwickeln können? Ja, interessant ist, dass wir dieses Erleben eines übermäßigen Neokortex erstmal hinter uns gebracht haben müssen, damit etwas Neues entstehen kann. Das geht immer alles so in Art Sinuskurven. Wir müssen erstmal übermäßig etwas erfahren haben, um zu merken, dass wir zurück müssen oder in eine andere Sphäre müssen. Und das wird dann entsprechend gegenkompensiert werden, bis diese Gegenkompensierung wieder zu stark wird und dann wird es wieder in eine, ich sag mal im Augenblick aus unserer Sicht, falsche Richtung gehen müssen. Das heißt, diese ganze Evolution kann nur in Unterschieden sich entwickeln. Es kann nie gleichbleibend sein, dann wird es keine weitere Entwicklung geben. Es muss immer etwas erkannt werden, was falsch läuft, damit gegengesteuert werden kann. Und ich glaube, genau das ist jetzt passiert. Dieser Neokortex hat die Gewalt über unseren Körper bekommen, mit der Vernunft, mit der Analyse, mit einem Ziel, das uns schadet und das eigentlich Vitale in uns, nämlich die Erfahrung sammeln mit Hilfe der Gefühle und so eine Steuerung und Wahrnehmung zu schalten, ist zu wenig berücksichtigt. Es wird jetzt umgeschaltet werden.